Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Videowunsch. Ich habe schon mal ein Video vor ein oder zwei Jahren gemacht mit Sachen, die ich bei Vinted verkaufe. Und es hat jemand mitbekommen, natürlich, ich habe es bei Instagram gesagt, dass ich auf Vinted momentan ganz viel reinstelle. Und sie hat gefragt, ob ich mal wieder so ein Video mache. Und ihr wisst, ich mache auch einzelne Videowünsche. Und ich würde sagen, wir legen los. Es ist sehr viel. Es sind Anziehsachen für die Kinder, von den Kindern, Anziehsachen von mir, ganz viele DVDs. Hörspiele, Gesellschaftsspiele und sonst was. Deswegen fangen wir mal an. Das Video wird riesig lang. Genau, aber ich habe ja gesagt, ich mache Videowünsche. Hier oben auf dem Karton liegen jetzt Sachen, die ich noch nicht im Karton gepackt habe, weil ich sie frisch fotografiert habe. Genau, ich werde euch unten meinen Vinted-Account markieren, einspeichern oder wie auch immer man das nennt. Genau, hier ist gerade mal ein bisschen durcheinander. Ich habe hier ein bisschen nach Bodies, nach Pullover, nach Langarm und so sortiert, damit ich es schneller finde, wenn jemand was kauft. Genau. Ich habe einmal von mir so einen alten, was ist das, alt? Ich habe den ein, zwei Mal getragen, dünnen Langarm, bisschen Rollkragenpulli online. Ich sage euch nur die Größen, die Preisen nicht. Das ist Größe L. Ihr könnt, wie gesagt, dann selber mal schauen und ich kaufe auch viel auf Vinted. Dann einmal diesen Pulli, den habe ich auch günstiger reingestellt, weil er nicht mehr so schön aussieht. Ist einfach so ein Pulli, die in der Größe 104, genau. Und ab 5 Artikel kann man bei mir auch, glaube ich, fast 20% bekommen, 20%. Hier ist eine Sportjacke in Größe 98. Ich habe die letzten Mal auch sehr viel verkauft und sonst was. Und ich versuche auch immer so schnell es geht zurückzuschreiben. Ein Trainingsanzug, wo nur die Jacke getragen wurde. Die Hose wurde vielleicht einmal getragen, weil die zu groß war. Ist Größe 92. Ganz schlicht. Genau, ich glaube, man sieht hier mehr Mädchenklamotten einfach, weil der Leon die von Joe meistens aufträgt. Genau. Dann ein Set, was wir neu gekauft haben. Also was ich gekauft habe für den Sohn von meinem Freund, passt ihm leider nicht. Das ist ihm zu klein. Das ist noch mit Etikett von Dragon Ball 152. Mit so einer Hose. Hier ist Dragon Ball und hier ist, ich glaube, Son Goku drauf. Genau. Einfach so ein Sportset von Primark war das, glaube ich. Ja, hier steht Primark drauf. So, dann kommen wir zu dem ersten Karton. Ich sehe schon, hier sind Bodies und Pullover, nee, Sets drin. Genau, hier haben wir einmal von Schleich ein Set mit diesem Pulli und das ist Größe 98 mit der passenden Hose dazu. Genau. So, ich sortiere hier momentan wirklich aus, jeden Tag. Es kommen bestimmt zwei, drei Artikel neu immer bei Vinted jeden Tag rein, weil ich so viel Neues finde. Größe 62, so ein Kuschelanzug. Ganz süß für den Winter, perfekt, wenn es richtig kalt ist. Obwohl ich sagen muss, wir haben keinen richtigen Winter mehr hier in Deutschland. Es ist zwar kalt, aber so schneemäßig. Wir kommen aus NRW, da ist das nicht mehr so mit dem Schnee. Dann haben wir hier ein süßes Milchset. Das ist so süß, das habe ich Marie sehr gerne angezogen. Ja. Ich habe hier übrigens einen Wäschekorb, nicht denken, dass ich das auf den Boden packe. Und dann haben wir, oh, das war eins der ersten Sachen. Ihr wisst ja, ich habe, also ich weiß nicht, ob ich das bei YouTube auch erzählt habe, aber bei Instagram habe ich schon ganz oft erzählt. Wir haben uns mit dem Geschlecht bei Marie überraschen lassen. Und das war so komisch, dann in die Babyabteilung für Mädchen zu gehen. Und das war eins der ersten Teile, was ich gekauft habe. Das war so ein Langarm-Shirt-Kleid. Genau, in Größe 56 mit so einer süßen Pinguin-Leggings. Ich habe euch gar nicht gesagt, welche Größe das Milchset hat. Da steht 60 cm drin. Genau, dann kommen wir jetzt mal zu den Bodies. Davon sind nicht mehr viele da. Die gehen entweder schnell weg, weil Bodies immer gesucht werden. Da haben wir einmal so einen orangenen in 62,68. Einen süßen Spruch drauf. Dann auch 62,68. Genau. Falls Mängel an den Artikeln sind, dann seht ihr das auf dem Foto und ich schreibe es nochmal in die Beschreibung immer rein. Hier ist 50,56. Das ist noch von Leon. Süß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mal so klein war. Der Leon kommt schon in die Schule. 86,92. So.
Das Bier ist eine 74, das weiß ich. Da ist das Schild an der Seite. Da habe ich nämlich schon so oft reingeguckt. Dann 50, 56, auch richtig süß. 56. Und ihr könnt bei Vinted Buy mit Zahlen per Überweisung oder per System, weil PayPal besitze ich nicht. Und für Vinted mache ich jetzt nicht extra PayPal. 62, 68. Und es gibt sogar Leute, die zahlen sehr gerne übers System. Ich muss sagen, ich zahle auch sehr gerne übers System, einfach aus Sicherheit. Genau, und habe noch nie Probleme gehabt. Wenn ich per Überweisung bezahlt hatte, habe ich schon ein paar Probleme gehabt manchmal mit Leuten, weil die es nicht abgeschickt haben oder viel zu spät abgeschickt haben und man 2-3 Wochen gewartet hat. Und das nervt mich. Hier ist ein Langarm Body in 62,68. Genau. Wenn ihr einen Vinted-Account habt, dann schreibt doch mal eure Account-Namen unten in die Kommentare. Und vielleicht gucke ich mal bei euch nach. Ich kaufe auch sehr gern bei Vinted. Hier 62,68. Genau. Und hier ist, glaube ich, auch 62. Genau. Richtig süß. So, dann haben wir hier kurze Hosen. Einmal so eine in 104. Die ist 92, fällt aber, glaube ich, nur noch mal größer aus. So war das bei uns auf jeden Fall. 98. Das müsste auch 92 sein. Nee, 110. Genau. Falls manche Sachen hier eng aussehen oben, das ist, weil die Dinger noch eingestellt sind auf enger. Da ist so eine Leiste drin. Shorts in 104, 110. Das ist eine alte Schlafanzughose, wo das Oberteil absolut nicht mehr okay aussieht. Aber die Schlafanzughose sieht so gut aus. Die habe ich für 1 Euro reingestellt und gut ist. Für 98. Das müsste auch 98,104 sein, ja. Du bist 92. Genau. So Radlershorts finde ich immer ganz gut, wenn die Mädchen das unterm Kleidchen haben, damit man halt nicht den Schlüppi sieht auf dem Spielplatz oder im Kindergarten, muss nicht sein. 98 Sporthose. So, jetzt kommen wir zu den langen Hosen. Wie gesagt, ich habe das hier sortiert, damit ich es, wie gesagt, schneller finde. Und das wird wirklich ein langes Video. Meine Füße schlafen gerade kurz ein. Ich muss mir kurz was zu trinken holen. So, Schneidersitzmodus und let's go mit den Hosen. Hier sind eher Leggings. Hier sind eher Stoffhosen. Und hier sind Jeanshosen. Das hier ist Größe 98. So eine Rakete, die hatte der Leon damals einmal an und dann irgendwie nie wieder. Der Leon und der Joe waren so Jogginghosenträger eine Zeit lang. Jetzt tragen sie Jeanshosen. Genau. Dann diese süße Hose, das ist eine 86. Hatte die Marie auch kaum an. Dann hier, die hatte noch nie jemand an. Das ist Größe 122, 168, ist eine Schlafanzughose. Hatte noch nie jemand an. Nur Etikett entfernt, einmal gewaschen und mehr nicht. Das hier ist Größe 86, 92 mit Winnie Pooh drauf. Ja. Hier auch 86, 92. Dann haben wir hier so eine Pumphose. Da steht leider keine Größe drauf, aber Marie hat die so bei 50 bis 62 getragen. Das ist so eine Pumphose, da kann man auch die Füße so aus,
miteinander nehmen. Das habe ich mal so bei so einem kleinen Laden geholt aus unserer Stadt, der Sachen selbst näht. Das hier ist eine 62. Das hier ist auch eine 62. Ich muss sagen, C und A fällt immer klein aus an Anziehsachen. Taco auch. Hier 56, die hatte Marie nur einmal an. Das weiß ich noch, weil die Marie zu dünn für diese Hose war. Dann haben wir hier eine 74, schlichte Leggings in dunkelgrau. Dann eine 92. Und hier haben wir auch eine 98 mit ganz viel Pepper drauf, auch von C&A. Hier die ist von Ernst Dings, genau, 98. Genau. Das ist eine 68. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Marie mal in so eine Mini-Hose reingepasst hat. Das ist unglaublich. So, dann haben wir hier eine 56 und dazu die passende Mütze noch. So ein hell gestreift grünes Ding. So, Hose wieder zu der Mütze. Und hier eine dunkle grüne gestreifte in 62. Kann man das bunt auch hoch machen. Bei der hellen konnte man das bunt, den Bund auch hoch machen. Quasi mit Wachshose. Oder wenn die Kinder Bauchschmerzen haben, da kann man perfekt das Kirschkernkissen zwischen Body und Leggings legen und das einfach hoch machen. Genau. Kleiner Tipp. Und hier ist noch eine Leggings in 86. Genau. Dann sind wir mit Leggings durch. Meine Sachen sind in einem Extrakarton. Die habe ich jetzt nicht bei den Kindersachen mit dazu getan. So. Hier sind Kleidchen drin. So, hier ist Größe 98. Jetzt kommen erstmal die langärmlichen Kleidchen und dann kommen die kurzärmlichen. Hier ist auch 98. Nur für Fotos angehabt und einmal für so eine Familienfeier. Sonst gar nicht. Also ja. 92. Ich finde das so süß, das Kleid. Und hier haben wir 98. Ist auch richtig süß mit einer roten Strumpfhose. Niedlich. So, hier haben wir 104. Richtig süß. So. Hier ist ein Hoodie-Kleid in Größe 98 von Bibi und Tina mit Kapuze. Nur Bibi, aber Bibi und Tina steht drin, bestimmt wie in dem Pferd. So, jetzt kommen die kurzärmlichen Kleidchen in Größe 98, 104. In Größe 80. Dann hier in Größe 86. Das habe ich sehr gern der Marie angezogen. Ich fand das so süß, dieses Kleid. Ja. So, welche Größe ist das? 68. Wie gesagt, hier ist mehr Mädchen bei als Jungs. Ich habe auch jede Menge Jungklamotten letztens erst verkauft. Die gehen wirklich richtig gut weg, die Jungklamotten, wenn sie noch im guten Zustand sind. Ja. Größe 80. So ein süßes Kleid. Hier kann man alle Knöpfe aufmachen. Perfekt, wenn das Kind durch ist oder sonst was. Das ist ja in dem Alter oft so. Genau. So, dann dieses hier in Größe 98. Sieht jetzt nicht gebügelt aus, weil es halt gefalscht im Karton ist. Und das hier ist auch Größe 98. Ich finde das so süß, das Kleid. So, was haben wir hier? Einen einzigen Rock haben wir hier drin. So einen süßen Tüllrock in Größe 92. Wenn die Kinder so laufen können und so, dann sind solche Tüllröcke richtig, richtig süß. Genau. 92. Dann haben wir hier so Jumper. Nennt man die Jumper? Ja, ne? Hier einmal so ein Jumper, so ähnlich wie beim Kleid gerade. In 68 hat Marie auch sehr gern getragen in ihrem ersten Sommer. Und hier ist noch ein Jumper in Größe 86 mit so süßen Erdbeeren drauf.
Genau. So, hier muss ich mal kurz Unterhemden rausnehmen, weil genau die alle hier gekauft worden sind. Und hier sind welche übrig. Das sind jetzt alles Unterhemden, die gehe ich mal ganz schnell durch. Welche einfarbig sind, zeige ich so. 122, 128, 98, 104 mit so ganz vielen Wahlen drauf. 98, 104 mit Dumbo. Dann mit Winnie Pooh 98, 104. 98, 104 Paw Patrol. Genau. Da kann ich euch den Preis sagen. Ich nehme nur 1 Euro pro Unterhemd, weil ihr braucht nicht. 134, 140. Hier ist wieder Dumbo drauf. 100, nee, 98, 104. Dann nochmal ein einfarbiges in 134, 140 und ein einfarbiges in 110, 116 und nochmal 134, 140 in gestreift. Genau. So, das war's an Unterhänden. Die anderen lege ich mal da hinten zur Seite. Die sind verkauft. So, ich muss mich mal wieder anders hinsetzen. Ich habe momentan Probleme mit meinem Rücken ein bisschen. Genau, dann kommen wir zu dem letzten Karton von den Kindern und dann kommt noch ein teilweise Karton für die Kinder. Genau. So. Da sind wir. Hier sind Pullover und Langarmshirt und T-Shirt. So, und hier kommen gleich wieder. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mit den Pullovern eben an. Hol die mal ein bisschen raus hier lockerer. So. 134, 140 mit Ninjago. Ich weiß gar nicht, ist Ninjago überhaupt noch modern? De Jerome ja, der Leon jetzt nicht. 92. 104. 110, Traktoren und schlicht 56, wie süß. Und das war auch eines der ersten Teile damals, die ich für Marie geholt habe, einmal mit so süßen Leiste in 56. Wie süß, bitte. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die mal so klein waren. Dann, welche Größe bist du? 128, der ist echt, der sieht echt toll aus, den Pulli. Sieht echt cool aus. Dann haben wir hier 92. Kapuze ist aus Vlies. Was haben wir hier? 110. Einfach so ein schlichter mit einem Streifen an der Seite. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Langarm-Shirts. Mir kommen die T-Shirts so wenig vor. Aber die wurden sehr viel verkauft wegen jetzt für den Sommer. Alle bereiten sich natürlich für den Sommer vor, ne? 116. 110. Das müsste. Ja, 104. So. 98. Ich liebe den Pulli, den habe ich ihr gerne angezogen. Der müsste auch 98. Nee, 110. 110. 116, 68, der ist auch richtig niedlich. Hier kann auch den Flügel bewegen. Und Marie hatte immer ihre Hand hier an diesem Flügel, als sie den anhatte. Das ist auch eine 68. Das ist eine 98, 104. 116. Ihr seht, der Leon war damals in dem Paw Patrol-Dingens. Dann hier steht, ja, 8086, wurde einmal nur getragen. Genau, 116, 116, 68 und hier ein Shirt, was auch nie getragen wurde, 134. Genau, ganz schlicht. So, dann kommen wir hier zu den T-Shirts.
128, 110, 104. Das waren Sportshirts. Jetzt kommt noch ein Sportshirt in 104. Genau, das waren jetzt 4 Sportshirts und jetzt kommen die normalen Shirts. Das hier ist 68. Richtig süß. Ich finde, meine Kinder steht immer gelb. 98, 104. So, hier haben wir 68. Das fand ich auch immer richtig süß. Das hier ist auch 68. 134, 140, einfach so ein schlichtes und das auch 134, 140, auch so ein grau schlichtes. Und dann haben wir hier so eine Bluse in 104. Ja. So, das waren es mit den Oberteilen. So, der Korb hier ist bis hier oben schon voll, man sieht das nicht mehr. Ups, nicht umkippen. Hier, der Korb ist wieder oben voll. So, dann kommen wir jetzt zu den Kartons. Dazu zeige ich euch jetzt erstmal die Kinderklamotten. Und dann meine Klamotten. Von mir sind nicht so viele. So, wir haben hier Handschuhe von 4M. In Größe steht jetzt hier nicht drauf. Haben meine Kinder mit 1 und 2 gestragen. Ja, ich muss mal kurz hier im Karton. Dann solche Handschuhe, Fäustlinge natürlich. Ein Gürtel von Cars, der nie getragen wurde. In One Size. Genau. Ich stelle die Hosen von meinen Kindern richtig ein. Ich kaufe nicht solche, wo man es nicht einstellen kann. Hausschuhe, die einmal oder zweimal getragen worden sind in 24. Ein Schal, der nie getragen wurde. Dann hier so ein Set, da steht auch keine Größe drin. Mit so einer Mütze. Sky drauf und so ein Schal. Ein Haarband. Das sah schon so aus beim Kaufen. Das ist irgendwie so eine Optik. Da steht jetzt Größe 68 bis 98 drauf. Genau, das ist irgendwie so eine Wolle. Eine Mütze mit Zitronen drauf in 68. Dann Haarbänder. Das ist so ein Set. Die verkaufe ich im Set. Kann sein, dass hier gleich noch eins kommt oder es noch 4 waren. Genau, Haarbänder. Eine Mütze mit Regenbögen drauf. In Größe. Manchmal haben die so viele Schilder bei C&A. Hier steht keine Größe drauf. Aber Marie hat die letztes Jahr mit 2 getragen. Hier ist noch eine mit 41 Bommeln. Dann diese Mütze. Hier war, glaube ich, auch keine Größe drin, oder? Doch, Größe 50. Mit so einem Band kann man hier schön einstellen und hier kann man es auch einstellen. Das Band kann man sogar abnehmen, wenn man möchte. Die war echt praktisch im Sommer. Hier sind Socken, die ich nicht reingestellt habe. Die habe ich jetzt einfach in den Karton getan, weil wir am 17.06. Trödelmarkt haben hier und dann werde ich die da verticken. Eine Strumpfhose, nur einmal gewaschen und dann lag sie nicht mal jetzt gewaschen. Nur Preisschild abgemacht und im Schrank gelegt, weil ich sie nicht schön finde. Das war ein Geschenk mal. 110, 116. Genau, einfach eine Strumpfhose mit. Ich finde sie nicht schön. So, hier ist eine Fleecejacke in 68. Dann eine Kuscheljacke in 56. Eine süße Weste in 68 mit Bambi drauf. Dann ist hier ein Schneeanzug in Größe 62, wo man Finger umklappen kann, dass das Handschuhe sind oder ob sie frei sind. Ein Pinguin drauf. So, hier ist eine Winterjacke in Größe 116. Noch eine Winterjacke in Größe. Ja. 98. Eine Winterjacke, die Marie nur einmal anhatte, weil die andere in der Wäsche war. 104 von Aldi. Ja. Eine Tom Taylor Winterjacke in 74. Das weiß ich noch. Die ist vom Leon noch.
Dann eine pinke Lederjacke in 92. Die habe ich Marie auch so gerne angezogen. Und dann eine Jacke in, ich glaube, ja genau, 92. Sieht so aus. So, und jetzt kommen wir zu Sachen, die von mir sind, die ich nicht mehr anziehe oder kaum bis gar nicht getragen habe. Hier haben wir einmal eine Jeanshose in Größe 40. Sieht so aus. Wie gesagt, ich verkaufe meine Sachen auch extrem günstig, weil ich es einfach weg haben will. Das T-Shirt muss ich rauslegen, weil das hat jemand gekauft. Ich muss gleich ein Paket. Wir haben jetzt Sonntag, ihr seht das Video am Mittwoch. Ich muss ein paar Pakete gleich fertig machen, die morgen alle zur Post gehen, weil es übers Wochenende jetzt gekauft wurde. Hier in Größe L einmal dieses Shirt. Ihr wisst ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass ich letztes Jahr 10 Kilo abgenommen habe. Und dieses Jahr auch schon 10 Kilo. Wieso, weshalb, müsst ihr mal ein bisschen runterscrollen in meinem Profil, dann steht das da. Hier in 38 eine Weste. Genau, habe ich damals immer über Langarm-Shorts getragen. Hier ist noch meine Shorts in Größe 38. Genau. Noch eine Shorts in Größe 40. So. Wie gesagt, es kommen immer mal wieder Teile mit da rein. Ich habe meinen ganzen Kleiderschrank auch noch nicht ganz aussortiert. Hier ist ein Kleid in 38 mit 3/4 Ärmeln quasi. Von hier hinten sieht es so aus. Ein Pullover in Größe 42. In so einem Grün mit Kapuze. So. Und meine Füße schlafen schon wieder, weil ich mich draufgesetzt habe. Hier ist eine Shorts, die hatte ich vielleicht einmal an. In Größe L. War hier so schlicht. Ein T-Shirt in L, da kann ich euch sagen, das hatte ich auch nur einmal an. Ein Pullover in L mit so Fledermausärmeln nennt man das, glaube ich. Genau. Ein Nachthemd im M hatte ich auch kaum an. Warte mal. Ja. So, eine Sporthose in M. Ja, trage ich auch nie. Ich habe die auch nie zum Sport getragen, so richtig. Ein Shirt in L. Kurz auf Uhr gucken. So. Dann haben wir hier ein Pullover in L, auch nur 2-3 Mal getragen. Kann man hinten unten zusammenschnüren. Ist ein bisschen lockerer. So, was haben wir noch? Hier ist noch eine Jeans in Größe. Boah, welche Größe warst du denn? 38 ist eine Röhrenjeans, kaum getragen. Ja, so. Wie nehme ich schon auf? Ja, 28 Minuten. Hier ein schwarzes Shirt einmal getragen, gefällt mir aber an mir jetzt nicht. 42. Hier mit solchen Ärmeln. Hier ist ein Rock, der ein bisschen länger ist. Stoffrock in Schwarz in 42. Genau, auch nur einmal getragen, weil es mir nicht gefallen hat, weil der mir zu lang war. Hier ist ein Kleid in Größe 42. Sieht so aus. Und schwupp. So. Ein Off-Shoulder-Shirt in Blau, genau in Größe 40. Ja, Off-Shoulder ist ganz blau gestreift. Dann ist hier ein Shirt mit Dingens, dieses Größe L. Harley Quinn, genau. Und von The Witcher auch in Größe L. So, dann kommt noch ein Pullover von mir in Größe M. Den habe ich nie angehabt. Ich habe den immer anprobiert,
aber nie angehabt, so richtig ist ein Haar von mir drauf. So, genau. Nach dem Anprobieren habe ich den aber auch in die Wäsche geworfen. Genau. So, das war es jetzt mit Anziehsachen. Und dann gehen wir gleich mal zu den Kleinkram und Spielzeug. Genau, einen Moment. So, und da bin ich wieder mit dem ersten Korb. Einmal Zicke, Zacke, Hühner, Kacke. Ja, verkaufen wird hier leider nicht mehr gespielt. Dann Pappteller auch für 1 Euro nur mit Cars oder mit Feuerwehr drauf. Ein Bastelbuch, wo wir leider nur rumgeblättert haben. Genau. Dann einmal ein Gipsset. Ist ein bisschen staubig, weil das hier rumsteht momentan. Aber wird immer abgestaubt vor dem Kauf natürlich. Das war mal ein Geschenk, wurde nie abgeholt und deswegen verkaufe ich es jetzt. Marie ist leider noch zu jung dafür und ich will es hier nicht rumfliegen. Wir brauchen hier unbedingt Platz. Erfährt ihr noch auf Instagram, warum, wieso, weshalb. Dann Einladungskarten, die wir nie benutzt haben von Peppa, die sind noch original eingepackt. Dann hier so greifbare Ideen für Advent und Weihnachten. Genau, wurde uns auch mal geschenkt. Konnten wir nicht mit anfangen. Jatzi. Dann die Maulwurf-Kompanie. Dann Puzzle. Sophia die Erste. Babyborn. Dann hier eins aus Holz, was wir auch nie gepuzzelt haben und werden auch nie puzzeln. Die früher magische Tiere als Brettspiel haben wir einmal nur gespielt. Dann ist hier nochmal ein Puzzle von Ravensburg mit so Hunden und Katzen drauf. Dann Mauseschlau und Bärenstark. Noch ein Puzzle mit von Disney. Der kleine Maulwurf. Evi Elefant. Und hier im Karton ist ein Nintendo DS in Weiß drin. Den werde ich jetzt nicht auspacken, weil der hier wirklich gut eingepackt ist. Mit allem drum und dran. Genau. Bücher haben wir hier auch drin. Einmal ein neues Abenteuer von Cars und die tollste Mannschaft der Welt rettet die Schule. So, darauf gehe ich gleich ein, wenn wir eh bei dem nächsten Zeug hier ankommen. So, hier Elvaraus Junior und Zahlendino haben wir auch noch hier. Dann ist die erste Kiste leer und ich hole mal eben die zweite Kiste. Dann, es soll gleich anfangen zu regnen. Ich hoffe, das Wetter macht hier nochmal die Maulwurf-Kompanie in groß. Sagerland. Ich blätter es hier gerade hier zu. Cluedo, was nur einmal geöffnet wurde zum Anschauen. Make and Break. Ich spiele die leider nicht mehr. Gespielt haben wir eine Zeit lang sehr gerne. Dann hier so ein Tragegurt für Laufräder, Roller und sonst was. Ist auch noch original verpackt. Eine Handtasche von Lilifee. Dann ein... die habe ich nicht online. Die wollte ich so auf dem Trödelmarkt verkaufen. Die muss ich euch nicht zeigen. Ein Rucksack von die Spieleburg. Dann einmal unser Kinderwagentasche, die wir mal im Kinderwagen hatten. Und unsere, alle Teile, gut. Dann unser, wie nennt man das? Ich nehme immer Kinderwagenhandschuhe. Das macht man am Kinderwagengriff und dann kann man hier seine Hände reinstecken im Winter. Das ist echt eine gute Erfindung. Dann habe ich hier zwei Tassen von Hannah Montana. Dann haben wir hier so ein Pepperpolz-Puzzle. Zwei Tipptapp-Tiere, einmal das Nilpferd und die Katze. Eine Regendusche von... Genau. Ein Rechenschieber. So. Dann haben wir noch so eine Tasse mit zwei Griffen. Becher, nicht eine Tasse. Schuhe von Elefanten in Größe 23, Winterschuhe. Ein altes Spielzeugtelefon, kennt auch jeder.
ein Feuerwehrmann Sandkissen und dann hier so eine Holzplastikbahn für diese Autos, wo 4 Stück noch da sind. Genau. So, dann ist der Kopf auch leer. Und jetzt kommen wir einfach mal zu Games, Hörspiel, CDs, DVDs. Und hier oben sind auch alles voller DVDs, die online sind. Deswegen, die ratter ich jetzt mal ganz schnell durch. Wir fangen mal mit den DS-Spielen an. Da haben wir einmal Zootikon DS, Gehirnjogging, die Sims 2 Haustiere, Gehirnjogging, Fischtikon und die Siedler. Genau. Dann ein Englisch-Lernspiel und Lazy 2 Spiele haben wir. Disney Sing It, die Sims gestrandet, Kingdom Hearts und nochmal Disney Sing It. Dann haben wir hier ein Kreativ-Tuni, der nie bespielt wurde. Und dann kommen wir zu einem Switch-Spiel, was wir haben, Pokémon. Genau. Und ich würde sagen, wir legen los mit den Hör-CDs. Ich hole die mal einmal hier raus. Ich habe die so in Korb gepackt, weil wenn wir dann den Trödelmarkt nächsten Monat haben, dann habe ich die im Korb und kann die da so ordentlich hinstellen. Wir haben die Playmus Nummer 45. Hannah Montana Folge 1, Hannah Montana Folge 6, Hannah Montana Folge 4 und nochmal 1. Playmobil Pirates, das ist glaube ich eine DVD. Die 3 Fragezeichen und der Meister des Todes haben wir doppelt, ist die 155. Der Jerome hört die ja richtig gern. Hallo Frühling. Die schönsten Kinderlieder. Bravo Hits 16. Rudi Ringelschwein. Kindergarten-Hits für Kindergarten-Kids. Dann die Playmus Wirbel um den Weihnachtsmann 43. So, Laura Stern. Dann Herr Riese und sein Garten. Augsburger Puppenkiste, Dornblech und der goldene Junker. So, Leo Lausemaus CD 6 und CD 1 und CD 4. Dann die Eiskönigin Teil 1, die Schöne und das Biest, Ninjago 42, die Zeit der Wunder und Rocket. Genau. So, dann haben wir hier Bob der Baumeister Nummer 17, Yakari Nummer 2, eine Geburtstagstorte für die Katze, Leo Lausemaus Nummer 5, Augsburger Puppenkiste, kommt ein Löwe geflogen. So klingt Weihnachten, eine Weihnachtsgeschichte und immer dieser Michel. Genau, das war's an Hör-CDs und CDs. Genau, der Toni kommt da auch wieder rein. So, und dann kommen wir mal zu den Serien. Das sind Serien, Kinderserien und Erwachsenenserien. Wir haben hier Ninjago Staffel 2. Bei Staffel 3.2 und Staffel 4.2. Genau, dann Dragons Volumen 2 und 1 und 2. Pretty Little Liars haben wir Staffel 1, 4 und 5, wo noch nie geguckt. So Little Time Volumen 2 und 1. Und dann The Flash Staffel 1, 2 und 3. Genau. True Books Girls, 5. Staffel und The Big Bang Theory, Staffel 1, 2, 3 und 4. Genau, das haben wir an Staffelserien. Ich räume das mal kurz weg. So, dann habe ich kurz die Serien jetzt weggepackt. Dann kommen wir mal kurz zu den Blu-rays. Da haben wir Oya, Ursprung des Bösen, Conjuring 2, The Nun, Annabelle, Conjuring die Heimsuche, Mulan, Spektakulär No,
Code 8. Das muss zur Seite, das habe ich verkauft. The Hole in the Ground. Oh ja, 2, das Experiment. Annabelle 2. Wheels Drill. Jupiter Asking. Ich spreche es lieber nicht aus. Manhattan Queen. Genau, manche DVDs und Blu-rays wurden nur einmal geguckt. Genau, und dann waren sie einfach nur noch in meiner Sammlung drin. Ich hole mal eben die nächsten. So, jetzt kommen hier nur Kinder-DVDs und die restlichen kommen gleich, die für Erwachsene oder Jugendliche. Genau, hier war noch eine Blu-ray dabei. Diese Lego Movie 3D Blu-ray. Kommt mit Blu-rays. Und dann fangen wir mal an. Die rette ich jetzt auch mal ein bisschen durch. Also gut, Hannah Montana, der Film. Hannah Montana und Miley Cyrus, das of World Konzert. High School Musical 2. Hannah Montana, Teenager und Superstars, ist, glaube ich, die erste Staffel. High School Musical 3. Und ich kann euch sagen, alle DVDs und Blu-rays kosten 3 Euro bei mir. Genau. Die Schöne und das Biest. High School Musical 1, König der Löwen, verfilmt in der Neuzeit quasi. Shrek 2 und Ice Age. Genau. So, der nächste Stapel. Pets, Yakari der Kinofilm, Peter Pans Rückkehr, also Jack und die Nimmerland-Piraten, Emily Erdbeer, die Wilden Kerle 2 und die Wilden Kerle 3, Hani und Nani 2, die Wilden Hühner und die Liebe, Rocket, Monster High, verspukt das Geheimnis der Geisterketten, Disney Descendants, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, falls nicht, tut es mir leid. 2. Die Schlümpfe, Cinderella Story, es war mal ein Lied. Peter Hase, die Insel der besonderen Kinder und eine zauberhafte Nanny. Descendants, die Nachkommen, also Teil 1. Hani und Nani 3, die wilden Hühner. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Monster High 13 Wünsche. Monster High aller Anfang ist schwer. Monster High Mega Monster Party. Dann Tom und Jerry 12 Disketten. Disketten CDs. Feuerwehrmann Sam der große Knall. Kung Fu Panda. König der Löwen 3. Cars, die Schöne und das Biest, Tarzan, die wilden Kerle, die Schöne und das Biest, der Grinch, Power Rangers 2, steht da oben die 2, ich glaube, das ist die Serie, ich bin mir nicht sicher, Erwin und die Chipmunks Teil 2, Pikachu und der Meisterdetektiv, Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. Eine zauberhafte Nanny, Knall auf dem Fall in ein neues Abenteuer. Und hier kommen wir zur letzten Reihe. Monster High, Scaris, Monster statt der Mode. Die Eiskönigin völlig unverfroren, Lego Ninjago, König der Löwen 2 und Pocahontas. Die Prinzessinnen Träume Volumen 2, Tarzan 2, Mulan 2, Cinderella, Mulan, Aristocats, Cinderella 2 und Cinderella 3. Genau. So, das waren die Kinder-CDs. Jetzt hole ich mal eben die anderen noch. So, jetzt kommen wir zur letzten Fuhre. Und das war's dann, was ich alles aufgefüttert habe. Es ist sehr viel. Wie gesagt, ich sortiere hier momentan radikal aus, weil wir diesen Platz brauchen. Ja. Also, let's go, würde ich sagen. Fast in the Furious, 8 Movie-Kollektion, original eingepackt. 17 Again, er ist zurück. The Cube. Joker. Frankenstein. Wahrheit oder Pflicht.
S. American Pie, jetzt wird geheiratet. Coco W. The Suicide Squad. The Purge Anarchy. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Wir haben auch Filme ab 18 hier, aber man darf die ja nicht verkaufen, das ist verboten. Deadpool und Ted. So. Dann Rubinrot und Saphirblau. Die Sissy-Trilogie. Jurassic World, die 5 Movies. Step Up Miami Heat, Step Up to the Streets, Step Up All In, Step Up 3 Make You Move und Step Up 1. Die Twilight-Sage Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht, New Moon bis zur Mittagsstunde, Eclipse bis zum Abendbrot, Twilight bis zum Morgengrauen. Genau, ich glaube, hier ist auch für jeden was dabei. Also würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und wie gesagt, wenn ihr überhaupt jetzt noch guckt, eure Nicknames unten mal bei von Vinted reinstellen. Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Miss Bodyguard, ein ganzes halbes Jahr. Seelen, Sausage, Party, es geht um die Wurst. Echt witziger Film, wirklich. Bekenntnis einer Highschool-Diva, das Schwiegermonster, Vihim, der Chaos-Dad und Party-Date, Stay Cool, Raise Your Voice, sehr schöner und trauriger Film, Love Rosie, 3096 Tage, beim Leben meiner Schwester, Snow White, und zu Huntsman und Mali und ich auch. Sehr schöner und trauriger Film. Genau, das war's schon. Also es ist sehr viel, das Video ist sehr lang. Aber wie gesagt, ich gehe gerne auf Videowünsche ein. Und ja, ich lasse euch, wie gesagt, meinen Account unten in der Infobox von Vinted. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.